Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Ich bin Karin und auf meinem Kanal geht es um intuitives Malen für mehr Leichtigkeit im Alltag. Ja, das heutige Thema ist dieses Bild hier und ich nehme dich tatsächlich mit von Anfang bis zum Schluss, wobei ein Bild im Endeffekt, also wenn man es genau betrachtet, ist ein Werk oder ein Bild niemals fertig. Ne? Das ist wie, das erinnert mich wie an das Leben selbst, wie auch an mein cleanes oder mein Leben ohne Drogen und Alkohol. Nämlich da ist Spielen mit dabei und der Prozess an sich ist niemals zu Ende. Ja, und das ist das Spannende. Und manche Bilder benötigen mehr Zeit, dann ist, muss man sie auch mal wieder in Ruhe lassen. Also manchmal möchte ein Bild einfach auch mal wirklich irgendwo in Ruhe stehen und wachsen oder ja einfach in Ruhe gelassen werden. Ja. Also ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner eigenen Umsetzung. Bis gleich. Ja, vom Material her, das siehst du, das habe ich hier mal zurechtgelegt. Also ich mache es tatsächlich immer so, ich lege mir alles zurecht. Für die ersten Stunden, wir haben Krakelierlack, dann Fassadenweiß, Palettenmesser und jetzt bei dem ersten Grundstrich oder beim, ja überhaupt bei The Beginning würde ich jetzt mal sagen, ne, so nenne ich es ganz gerne, da nimm ruhig gern Fassadenweiß, weil da solltest du nicht sparen, da kannst du richtig dick auftragen. Manchmal trage ich da sogar fast einen Zentimeter, naja, Zentimeter jetzt nicht, aber so einen halben Zentimeter auf. Und hier, das ist Sand, Vogelsand, das müsste Vogelsand sein, aber ich sammle auch oftmals Sand draußen, den ich so entdecke. Und das gibt so eine gewisse Grundstruktur, mit der man dann ganz gut arbeiten kann. Also da kannst du gut draufsetzen, man kann Formen reinzeichnen. Ja, das ist das ganze Bild bekommt dadurch einfach mehr Tiefgang. Und das, was du gerade eben gesehen hast, das ist Acrylfarbe mit Wasser vermischt. Ja, ich komme gar nicht hinterher, weil ich da so schnell auf Videovorlauf bin. Komme ich gar nicht hinterher. Also um noch mal ein paar Meter zurückzugehen, das Ganze dauert natürlich wesentlich länger. Ne? Dann das, was du jetzt siehst, das hat mir mal ein Friseur geschenkt. Das zum Haare färben, so ein Pinselchen. Und das habe ich gemeint zu Anfangs mit dem Spielen. Na, jetzt ist alles so schön batschig, Backe, Backe, Kuchen, batschig, wie so ein Sandstrand. Na, das. Und jetzt hast du die Möglichkeit, deine Figuren, deine Formen anzulegen. Solange das Ganze noch feucht ist, kann man das jederzeit ändern. Wenn es dann einmal trocken ist, geht es natürlich nicht mehr. Ja, ich liebe diese Art der Malerei, weil das ist ein unglaublicher, ja, also es ist unglaublich entspannend. Man kann spielen. Man kann die Seele baumeln lassen. Ne? Man hat so viele Freiräume, die man ja häufig im Alltag nicht so hat. Ne? Aber da hat man sie einfach. Es ist ein unglaubliches Freiheitserlebnis. Und wie gesagt, dieses Bild ist ja noch lange nicht fertig. Also auch wenn du zum Schluss das siehst, ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt noch weiter dran arbeite oder nicht. Ich meine, jetzt sind wir ja erst noch im Anfangsstadium. Und manchmal ist es halt auch so, dass die Trockenphasen natürlich eingehalten werden müssen und dann steht es halt einmal. Gerade wenn es so anders, so einen halben Zentimeter dick ist an Farbe und Sand,
dann braucht es schon mal einen ganzen Tag. Das ist Tusche. Tusche, schwarze Tusche, verleiht dem Bild unglaubliche Tiefe. Das haut jetzt gerade nicht so hin, ne? Das sieht man ja. Da muss natürlich Wasser mit dazu. Und jetzt kommt Wasser. Damit man das so richtig schön, ja, damit das fließen kann. Ne? Tusche oder auch Aquarellfarben dürfen fließen. Die wollen nicht festgezurrt werden. Ne? Die wollen ihren Freiraum. Die wollen ja Spaß haben. Die wollen fließen. Unartig sein manchmal. Na, die gehen ihren eigenen Weg. Die Bilder gehen übrigens, meine gehen übrigens auch ihren eigenen Weg. Na, die machen oft, was sie wollen. Ja, und dann mit Tusche und Pinsel. Jetzt kommen noch rote Tusche mit dazu. Da kann man richtig das Beutel, ne, sagt man ja bei uns daheim, ne, da kannst du das Beutel mal hin und her bewegen. Aber ich bin immer noch im The Beginning. Ne, also das ist nach wie vor, ist es immer noch diese Grundstruktur, die da entsteht. Also ich habe immer noch keine Ahnung. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, da sieht man jetzt mal, den, wenn, jetzt in der Trockenphase, was zum Schluss rauskam, nämlich Krakelierlack und die Reistechnik. Das ist das Schöne an dem Krakelierlack. Da habe ich dann so schön diese Reistechnik. Ja, und hier sind wir schon langsam, also im ersten Abschnitt angelangt. Ne? Also das ist, ich bin nochmal mit so einer leicht bläulichen oder blau Acryl nochmal drüber. Und jetzt habe ich mir überlegt, kommen ein paar ja, so Holzstückchen, die ich sammel, gefunden habe. Bisschen Metall noch mit drauf. Und da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Entweder mit Uhu, also mit Kleber, oder eben, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt muss ich kurz auf Stopp drücken. Also jetzt habe ich es wieder, Spachtelmasse fein. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives Malen. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, schreib mir die bitte unten in den Kommentar, damit ich sie also auch wirklich beantworten kann. Also alles Liebe, viel Spaß und bis bald.